Inklusion ist in Heidelberg zwar kein Fremdwort, aber auch kein Selbstläufer. Menschen mit Behinderungen haben im Alltag viele schwierige Situationen zu bewältigen. Ob Teilhabe an der Gesellschaft, Auseinandersetzungen mit Behörden, die Suche nach Hilfsangeboten oder der Umgang mit Ausgrenzung und Vorurteilen. Überall gibt es Hürden zu überwinden. Gut, dass es da die Lebenshilfe Heidelberg gibt, eine von 523 Kreisvereinigungen der Lebenshilfe in Deutschland. Die Lebenshilfe bietet vielerlei Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige. Neben dem Wohnverbund Lebensraum, den Heidelberger Werkstätten Lebenswerk und den Lebensfreude-Kindergärten Pusteblume gehören hierzu auch die Beratungsangebote der offenen Hilfen der Lebenshilfe in der Heinrich-Fuchs-Straße 73. Hier können sich behinderte Menschen und deren Angehörige unter anderem in Beratungsgesprächen Hilfe holen und werden bei der Problemlösung unterstützt. Die geschäftsführende Leiterin der offenen Hilfen der Lebenshilfe Heidelberg, Bettina Bauer-Theibes, beantwortet im Interview unsere Fragen zur Tätigkeit und den Unterstützungsmaßnahmen. Zudem geht sie auf positive und negative Aspekte einer inklusiven Teilhabe am Leben für Menschen mit Behinderungen in Heidelberg ein. Was sind die offenen Hilfen? Die offenen Hilfen sind ein Arbeitsbereich der Lebenshilfe Heidelberg und unsere Aufgabe besteht darin, Menschen mit Behinderung zu begleiten in die Stadt, in das Gemeinwesen, dass sie teilhaben können an Angebote, die die Stadt bietet. Sei es Volkshochschulkurs, sei es Veranstaltungen im kulturellen Bereich, sei es Sportveranstaltungen. Wir haben circa 400 Nutzer, die unsere Angebote in Anspruch nehmen. Das fängt an mit der Beratungsarbeit, Zukunftsberatung, die Fragestellung, was für Möglichkeiten der Unterstützung gibt es für Familien mit einem Angehörigen, der eine Behinderung oder Mehrfachbehinderung hat. Es geht weiter bis zur Zukunftsplanung unter der Fragestellung, wie möchte ich eigentlich in 3, 5 und 10 Jahren leben, sodass wir da agieren können und nicht nur reagieren, dass wir eben zu entsprechenden Zeiten auch weitere Experten hinzufügen können, dass die Familien zielorientiert planen können und das Optimum an Unterstützung für den Familienangehörigen finden. Das ist das Ziel der Beratung. Dann haben wir hier die Angebote der Freizeitgestaltung. Das fängt an von Treffsgruppen, Ausflugstreffs, Stadiontreffs, geht über die Ferienbetreuung, fast die ganzen Ferien übers Jahr, außer den Weihnachtsferien, wo wir eben auch Menschen mit einem erhöhten Bedarf vielleicht eher einen kleinen geschützten Rahmen geben für die Menschen, denen es sehr schwer fällt, sich einzubinden in Angebote innerhalb der Stadt, zum Beispiel für Menschen mit Autismus, die eine große Menschenansammlung oftmals versuchen zu meiden, ja, weil da eine Überforderung mitunter verbunden ist. Also für diesen Personenkreis hier im Haus. Ansonsten sind wir mit unseren Angeboten immer draußen in der Stadt unterwegs. Wir haben dann auch noch die Schulbegleitung. Also wir assistieren Kindern mit Behinderung in der Regelschule. Und jetzt muss ich stark nachdenken, dass ich nichts vergesse. Ja, das ambulant unterstützte Wohnen, das heißt, wir begleiten Menschen mit Behinderung beim selbstständigen Wohnen in den eigenen 4 Wänden und unterstützen eben in den ganzen Bereichen wie Haushaltsführung, Gesundheit, Umgang mit Finanzen, aber auch einer Freizeitgestaltung. Wie ist generell die Situation von Behinderten hier in Heidelberg, also positiverweise und negativerweise? Also ich bin der Meinung, dass sehr viel getan wird, dass in den letzten Jahren auch ein Paradigmenwechsel stattfand, dass eine Sensibilität zunehmend entsteht, was die Bedarfe angeht für Menschen mit Behinderung, dass überlegt wird, wie können Barrieren abgebaut werden. Auch da unterstützen wir tatkräftig im Rahmen des Projekts Zukunfts. Welche Mittel gibt es, einfache und möglichst kostengünstige Mittel, um eben die Zugänge für Menschen mit Behinderung noch attraktiver zu machen? Manchmal sind es ganz einfache Dinge wie ein Farbleitsystem bei einem Verein oder klare Ansagen, was als nächster Schritt getan wird, um eben auch Menschen entsprechend vorzubereiten. Also all diese ganz wichtigen vielen kleinen Schritten, die es erlauben, dass Menschen dann selbstverständlich Teilhabemöglichkeiten bekommen. Können Sie da so ein paar Beispiele nennen, wo es doch eher holprig ist?
Ja, also man denkt natürlich bei Barrieren jetzt erstmal Bürgersteige und sonstige Sachen. Gerade für Menschen mit Behinderung ist Orientierung sehr wichtig, ist aber auch ein Offensein für vielleicht ein etwas anderes Auftreten wichtig. Es sind oftmals Berührungsängste. Das verliert sich sehr schnell, wenn man mal beobachtet hat. Wir hatten ja eine Kooperation mit dem Springer Verlag. Wir haben gemeinsam ein Kochbuch in leichter Sprache gemacht. Da haben Auszubildende zusammen mit Menschen mit Behinderung gekocht, das Kochbuch entworfen. Und da war Behinderung gar kein Thema mehr. Man war am Kochen, man war am Miteinander und da gab es keine Barrieren mehr. Also im Inhalt, im Tun, im Miteinander Zeit verbringen, hat man eine ganz große Chance, dass es diese Unterscheidung gar nicht mehr gibt. Also wir sehen da schon Auftrag auch unsererseits als Moderator, als Vermittler, als Erklärer aufzutreten, weil oftmals sind diese Befremdlichkeiten darin begründet, dass man ja tatsächlich nicht weiß, was kommt da auf mich zu. Man ist vorsichtiger, man wendet sich vielleicht manchmal ab von der Situation, weil man es unheimlich findet, aber das löst sich ganz schnell auf, weil wir die Möglichkeit haben, unsere Assistenten, die dann begleiten, dass Erklärungsmodelle passieren können, dass im Vorfeld schon Regeln aufgestellt werden, um eine Klarheit auch zu finden. Also da denke ich, ist viel Erklärung noch notwendig und ja, einfach ausprobieren, miteinander machen. Und wo es Schwierigkeiten gibt, muss man drüber reden. Da es funktioniert hervorragend in verschiedenen Netzwerken, dann einfach zusammenzuarbeiten, um die Wege kurz zu halten. Bündnis ist ein gutes Beispiel. Ja, man kennt sich, man kann kurz verweisen, wenn die Bedarfe in eine andere Richtung gehen. Da sehe ich eine ganz große Chance drin. Ja, Menschen, die Netzwerk oder Inklusion vorantreiben wollen, sich sehr eng zusammentun. Dass man immer noch mehr Lebensbereiche erschließt, auch für Menschen mit Behinderung. Und ja, Erlebnismöglichkeiten schafft. Es geht sehr gut im Freizeitbereich, weil da einfach das Thema, das Tun wichtig ist und Menschen sich da sehr schnell zusammenfinden, als wenn es jetzt ein runder Tisch wäre und man spricht über ein Thema. Von Seiten der Stadt, was gibt es da noch in Angriff zu nehmen? Also vom städtischen, kommunalen? Ja, also ich denke, wir haben da eine ganz gute Zusammenarbeit. Es gibt Netzwerke, in denen wir auch überall präsent sind. Was ich sehr hilfreich finde, dass man gemeinsam in die Zukunft schaut und über eventuelle Notwendigkeiten überlegt, dass ein offenes Ohr da ist, dass man voneinander lernt, von den Erfahrungen der anderen auch. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, jetzt auch in Kooperation mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung, wo wir schon lange auch mit aktiv sind und assistieren, sodass eben ja, das Miteinander in der Mitte steht und dass wir versuchen, da optimale Möglichkeiten auch der Teilnahme zu realisieren. Also ich denke, im Gespräch bleiben, kleine, wendige, gute Lösungsvorschläge auf den Weg zu bringen, das ist das Optimale. Und natürlich die Familien entsprechend zu begleiten und auch ja, ermutigend und wertschätzend ja, voranzugehen und zu sagen, jetzt machen wir das gemeinsam mal und gehen in die Erfahrung. Wenn jemand die Lebenshilfe unterstützen will, was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, sehr gerne. Also die Lebenshilfe ist von ihrem Ursprung her ein Selbsthilfeverein. Diesen Aspekt nehmen wir sehr ernst. Das heißt, unsere Intention ist, dass wir Menschen unterstützen, dass sie so selbstbestimmt und ja, eigenverantwortlich leben können. Und insofern kann man sehr gerne Mitglied werden und auch ja, mit Ideen in die Ausrichtung der Angebote einbringen. Das schätzen wir sehr. Man kann uns spenden, aber, und darüber freuen wir uns sehr, unser Tandemprojekt, das heißt freiwillige Heidelberger Bürger, die Interesse haben, ihre Freizeit im Tandem mit einem Menschen mit Behinderung zu verbringen. Das heißt, wenn jemand, zum Beispiel eine alleinstehende Frau oder Mann, gerne ins Theater gehen und aber nicht alleine und hier ist jemand, der auch gern geht, aber sich vielleicht nicht so traut, dass die zwei als Tandem dann losgehen und Selbstverständliches miteinander passiert. Auch da darf man sich gerne engagieren, da sind wir sehr froh drüber. Okay, vielen Dank. Gerne.